herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um Fusseln. Ich habe mir eine Fusselbürste gekauft bei Hatz oder Hetz. Keiner weiß, wie es ausgesprochen wird. So wird es geschrieben. Die hat nur 1 Euro gekostet und ja, funktioniert super. Mein Freund und ich benutzen die regelmäßig. Dann gibt es diese Fusselbürsten auch in solch einer Form. Klappbar, super für unterwegs, für Reisen, wie auch immer. Eine raue Seite, eine etwas glattere Seite, je nachdem, welche Textilien ihr da damit bearbeiten wollt. Den Effekt, den auch diese Bürste hat, kann man gleichzeitig dann auch die Bürste super gut reinigen, indem man einfach mit einem feuchten Tuch die glatte Seite einmal rüber und dann nimmt sich das alles mit. Weil wenn man die raue benutzt, bleibt alles dran hängen. Wunderbar. Dann gibt es wohl auch noch waschbare Bürsten, die kleben. Damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Ich habe nur davon gehört und weiß, dass es diese wohl angeblich da geben soll. Habe ich gehört. Da gibt es auch noch viele, viele andere. Und Fusselrasierer. Und weiß ich nicht, was alles. Also, da müsst ihr unter Haushalt dann gehen und euch die ganzen Produkte dann mal anschauen. Dann gibt es ja auch noch diese tollen Kleberollen. Praktisch, auch recht gründlich, wie ich finde. Sehr oft benutzt, eigentlich seit ich klein bin. Aber irgendwie, man braucht ständig diese Ersatzrollen. Und ja, weiß nicht, man macht 5-mal so und dann ist auch das erste Blatt schon voll. Dann reißt man wieder ab, das produziert dann wieder Müll. Und ist nicht das Wahre. Also ich schwöre so weit, ja, weitestgehend auf diese Bürsten. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Und ja, also man kriegt da wirklich super alle Fusseln weg. Wunderbar. Probiert ihr es auch gern aus. Genau. Achso, ich wollte noch zu diesen klebenden Rollen was sagen. Es gibt solche Rollen ja auch, ohne dass man Ersatzrollen braucht. Und die kann man waschen, abwaschen, abspülen. Man muss aber warten, bis die irgendwie trocknen, weil erst dann kleben die wieder und erst dann kann man die wieder verwenden. Wie das Ganze funktionieren soll, weiß ich nicht. Vielleicht könnt ihr mir da Näheres zu erzählen. Auf jeden Fall ist es eine gute Sache, sowas immer zu haben. Auch für unterwegs, wie gesagt, super. Praktisch, handlich, klein. Das war übrigens mal ein Werbegeschenk. Ja, zeitsparend, platzsparend, praktisch. Ja. In dem Sinne. Ich bedanke mich fürs Schauen auf jeden Fall und hoffe, ihr schaut wieder in meine Videos rein oder abonniert kostenlos meinen Kanal gerne. Ihr dürft gerne einen Daumen hoch geben, wenn euch das Video gefallen hat. Und ja, ich sage hoffentlich bis bald und hinterlasst Kommis. Tschüss!